Ja, der Verein ist einfach nervös geworden. Wir hatten in den 12 Jahren zuvor, ich glaube, 10 oder 11 Trainer verschlissen. Wenn er mal die entsprechende Feier ist oder so, dann weiß ich auch, wie man ein Glas bedient. Das ist nicht das Problem. Ja, ich denke mal, dass wenn du einen Verein hast mit so einer Fanwucht, dann hast du generell immer ein bisschen höhere Anforderungen oder einen höheren Anspruch, als es andere Vereine haben. Er war Bundesligaspieler Ende der 90er bei der Frankfurter Eintracht und ist ein ganz smarter Vertreter der Trainergilde beim Traditionsverein, beim SV Waldhof Mannheim. Einer, der technisch feinen Fußball bevorzugt, der sich nicht verbiegen lässt, der seine Meinung sagt. Wir sind interessiert am Macher der Bube. Wagner trifft heute Patrick Klöckner vom SV Waldhof Mannheim. Ist das hier unser Wohnzimmer, Karl-Benz-Stadion. Hier fühlen wir uns sehr wohl und die Fans, die uns hier unterstützen, das macht natürlich unwahrscheinlich viel Spaß, hier zu spielen. Gebürtiger Rheinländer, dann nach Hessen verschlagen. Warum hat es letztlich nicht ganz gereicht, um eine tragende Rolle über Jahre bei der Eintracht zu spielen? Ich habe die ganze Jugend durchlaufen, den Amateurbereich, war dann 4 Jahre Profi. Aber ich hatte auch jedes Jahr eine Verletzung. Also ich bin insgesamt 5-mal am Knorpel operiert worden. Mittlerweile habe ich keinen Knorpel mehr in der Hauptbelastungszone. Also für mich unwahrscheinlich schwer, auch so im Alltag Sport zu machen jetzt, gerade im Hochleistungsbereich. Und da musste ich damals die Karriere leider beenden, die viel zu kurz gewesen ist. Aber manche sagen, es lag an der Verletzung, manche vielleicht auch an der Leistung, keine Ahnung. Wie war das damals als junger Spieler? Da haben ja Leute noch mitgespielt, Gaudino zum Beispiel, ein Ralf Weber, der 5 Jahre vorher mit der Eintracht eigentlich hätte Meister werden müssen, Rudi Bommer, unser Experte. Ja, ja. Wie war das damals in der Kabine? Es war damals für uns das Größte, überhaupt hochzukommen, das Privileg zu haben, überhaupt mittrainieren zu dürfen. Und wenn du dann noch ein paar Spiele machst mit diesen Größen, dann ist das etwas, was du nie vergessen wirst, weil das sind einfach Charakterköpfe, die dich auch ein Stück weit prägen, die Kabine geprägt haben. Und der Fußball hat sich schon verändert, das muss man sagen. Also in der Kabine früher, da hat es mehr gekracht, da gab es mehr Action, da hat man auch viel mehr weggesteckt, meiner Meinung nach, was das Feld angeht und das Drumherum. Man hatte zwar alles, was man benötigt, aber nicht in diesem Ausmaß wie heute. Das kann man natürlich als positiv bewerten, als auch als negativ. Für mich ist es die Entwicklung nach heute sehr gut eigentlich, weil die Spieler halt wirklich Hochleistungsmaschinen sind und die brauchen das beste Umfeld und die besten Gegebenheiten, um ihre körperliche Leistung zu bringen. Und von daher ist die Entwicklung eigentlich sehr gut gelaufen. Und was vielleicht die wenigsten wissen, gemodelt hat Patrick Klöckner zu der Zeit, auch ein bisschen parallel. Gab es da auch den einen oder anderen Spruch mal in der Kabine oder Leute, die gesagt haben, der ist eigentlich zu schön, um Fußballprofi zu werden? Um Gottes Willen, nein, so ist es nicht, ne? Es ist ja heutzutage gang und gäbe, dass viele gewisse Werbeverträge haben und gewisse Produkte in den Vordergrund stellen. Und ich hatte halt das Glück, dass ich die eine oder andere Kampagne damals schon machen konnte. Zu der Zeit vielleicht noch was Besonderes gewesen, heute wahrscheinlich normal im Fußball. Auch wenn man sagt, okay, der Fußball ist eigentlich rau und hart und alles. Und das andere ist vielleicht ein Business für eine andere Schicht von Menschen. Aber das ist totaler Quatsch, weil letztendlich ist es ein Job wie jeder andere. Du musst irgendwie dein Geld verdienen. Und das eine schließt das andere nicht aus. Also ich bin immer ehrgeizig gewesen, ich bin immer einer, der ohne Ende mal locht hat und früh auf dem Platz war, spät runtergegangen ist, viel für sich selber trainiert hat. Also ich habe mir sehr, sehr viel abverlangt. Und von daher kann ich mich darüber nicht beschweren, wie mein Leben bisher gelaufen ist. Und was vielleicht auch nicht alle wissen, sehr gut mit Michael Ballack befreundet, dem Capitano. Ich habe ihn auch mal ganz kurz gefragt, eigentlich ja nicht in denselben Vereinen miteinander gespielt. Wie kam diese Verbindung zustande? Ja, wir sind damals, es war glaube ich 1998, da hat er noch bei Kaiserslautern gespielt, ich bei Eintracht Frankfurt, zusammen in der Reha gewesen und haben uns da 3 Wochen quasi zusammen aufgehalten und haben uns sehr gut angefreundet und seitdem sind wir eng befreundet und ja, das ist eigentlich die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, die bis heute Bestand hat. Wir sind mal ganz kurz rausgegangen. Wie verbringt Patrick Klöckner seine Freizeit, wenn er denn überhaupt welche hat? Es ist immer flexibel, je nachdem, wann wir auch spielen und der freie Tag angesetzt ist. Aber in der Regel gehe ich dann schon in meine Heimatstadt nach Frankfurt und mit meinen Freunden treffe ich mich und tausche mich ganz normal auch mal über andere Themen aus. Entsprechend versuche ich da runterzukommen und dann, um dann den nächsten Tag wieder hochzufahren. Wie wichtig ist in dem Zusammenhang Familie? Sehr wichtig. Also Familie ist für mich das Wichtigste an Bedeutung, noch vor dem Fußball natürlich und dann kommt der Fußball direkt hinterher. Aber das ist genau das, um was es geht, dieser Zusammenhalt und auch dieser Austausch innerhalb der Familie, der einfach die Energien freisetzt, jedes Mal wieder, die man auch benötigt. Man sieht es nicht, aber ich habe gehört, es gibt eine Schwäche für weiße Schokolade. Nee, das muss eine gute Insider-Information sein.
Ja, das war mal so gewesen vor ein paar Jahren, da habe ich das ganz gerne gegessen. Ja. Aber mittlerweile eher weniger Schokolade. Und vielleicht mal ein Glas Rotwein oder ist dazu sehr der Fitnesspapst noch in dir? Ja, nee, Alkohol ist auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Aber natürlich, wenn mal die entsprechende Feier ist oder so, dann weiß ich auch, wie man ein Glas bedient. Das ist nicht das Problem, aber ich bin jetzt nicht so der Alltagstrinker oder so, das überhaupt nicht. Schauen wir mal auf die Cheftrainerposition bei Viktoria Köln. Eigentlich die ganze Saison alle Erwartungen erfüllt. Tabellenführer, brauchst einen Sieg im letzten Spiel und wirst dann praktisch beurlaubt vor diesem letzten Spiel. Natürlich gab es davor vielleicht das ein oder andere Spiel, wo man es hätte schon klar machen können. Wie beurteilst du das rückwirkend? Für meine Entwicklung war es sehr gut gewesen, muss ich sagen, weil diese Turbulenzen, die du im Aufstiegskampf mitbekommst und auch wie du merkst, dass das Umfeld unruhig wird und du das alles handeln musst, das ist für einen selber sehr gut, weil diese Erfahrungen machen ja viele Trainer gar nicht. Ja, der Verein ist einfach nervös geworden. Wir hatten in den 12 Jahren zuvor, ich glaube, 10 oder 11 Trainer verschlissen und entsprechend nervös geworden und dann war ich mehr oder weniger der Leidtragende ein Stück weit mit gewesen. Zum Glück ist uns dann gemeinsam oder im Großteil schon mir der Aufstieg gelungen und es war schön, dass wir es dann trotzdem gemeinsam erleben konnten, weil ich habe immer noch mit dem Verantwortlichen guten Kontakt und auch der jetzige Manager, der Franz Wunderlich, hatte mich auch noch an dem Aufstiegsspiel angerufen und ich bin da auch kein Böse oder so. Es ist der Prozess im Fußball und wer nicht damit leben kann, soll kein Trainer werden, weil das Geschäft ist einfach knallhart. Dann Chemnitz, eigentlich abgeschlagen gewesen, richtig guten Fußball gespielt, irgendwann mal über dem Strich gewesen und dann doch wieder abgestiegen. Hat man ja ganz oft dieses Phänomen, du hast was aufzuholen, dann atmest du mal durch, verlierst 10%. Aber irgendwann da vielleicht auch mal für sich selber gefragt, Mensch, ich mache eigentlich gute Arbeit, aber so diese letzte Belohnung fehlt mir. Ja, ist richtig. Also wir hatten eigentlich einen sehr guten Punkteschnitt, auch am Ende. Ich bin am 9. Spieltag, glaube ich, eingestiegen, da war es... keine Ahnung, wie viele Punkte der Verein da schon hinten dran war. Wir haben hervorragend aufgeholt, haben super performt, meiner Meinung nach. Die Mannschaft hat echt gut investiert und dann kam Corona und hat uns da so ein bisschen, es hat uns nicht in die Karten gespielt, weil wir haben jeden dritten Tag gespielt und wir hatten einfach einen total kleinen Kader gehabt. Ja, und dann am Ende sind wir wegen 2 Toren abgestiegen und das war natürlich heftig, weil wir im letzten Spiel noch die Rostocker zu Hause besiegt hatten. Und die Zwickauer haben hier sogar in Mannheim 0-0 gespielt. Wenn sie das verloren hätten, wären wir sogar noch drin geblieben. Und dann kommt man hier nach Mannheim, wo man 2 Jahre wirklich kultivierten, guten Offensivfußball spielt und vielleicht jetzt nicht diesen Existenz- oder diesen Wahnsinnsaufstiegsdruck hat wie bei Viktoria Köln. Wobei man ja ehrlich sagen muss, für das der Verein erst im dritten Jahr dritte Liga spielt, sind die Ansprüche ganz schön hoch. Selber vielleicht ein bisschen überrascht, weil es kommt A von den Fans, sehr leidensfähige Fans, aber auch sehr treue Fans, aber ja teilweise auch unverhohlen aus dem Verein. Ja, ich denke mal, dass wenn du einen Verein hast mit so einer Fanwucht, mit so einem Stadion, mit dieser Tradition, die dieser Verein hat, dann hast du generell immer ein bisschen höhere Anforderungen oder einen höheren Anspruch, als es andere Vereine haben. Die wirklich tagtäglich mit der Mannschaft arbeiten und wissen, was im Fußball möglich ist und was nicht, die können das auch richtig einordnen. Und ich glaube schon, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen sehr guten Fußball spielen. Und wir sind auch von den Punkten jetzt schon besser als im letzten Jahr. Aber natürlich wäre es schön, wenn wir die Tuchfühlung nach oben nicht verlieren und da weitermachen, solange es geht. Wenn wir jetzt vielleicht noch aufs nächste Jahr schauen, Bernd Beetz ist der starke Mann hier am Waldhof. Ein Mann, der richtig mitleidet, der auch viel investiert hat in den Club. Und er sagt unverhohlen, vor der Saison, also in den nächsten 2 Jahren müssen wir hoch, würde im nächsten Jahr enormen Aufstiegsdruck vom ersten Spieltag an bedeuten. Was heißt das für einen Trainer? Macht man sich da auch Gedanken, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier 2 richtig gute Jahre, ich sehe aber den Verein noch gar nicht so weit aufgestellt, dass das jetzt ein Muss sein müsste. Kann es vielleicht auch sein, dass man dann selber sagt, sucht euch einen anderen, ich habe hier 2 Jahre gut gearbeitet. Generell ist es ja so, dass ich mit der Vorgabe schon sehr gut leben kann. Letztendlich ist aber auch entscheidend, was für ein Kader hast du zur Verfügung. Ich finde es in Ordnung, wenn man eine Zielvorgabe gibt darauf, dann kann sich der Kaderplaner einstellen, der Verein einstellen, was brauchen wir für ein Budget, welche Spieler werden benötigt und wie gesagt, welche infrastrukturellen Dinge müssen noch abgearbeitet werden. Also was ist mit den Trainingsplätzen, haben wir Krafträume oder diese ganzen Dinge, die auch wichtig sind, um die Leistung permanent zu fördern und zu fordern von den Spielern. Und dann kann man sich gut darauf einstellen. Der entscheidende Faktor ist nur, findet das auch so statt, wie man sich das vorstellt. Ja? Viele Vereine haben das große Ziel. Ich glaube, in der Liga dieses Jahr waren es 9 oder 10, die gerne aufgestiegen wären oder oben mitgespielt hätten. Es gibt aber auch Vereine, wenn man jetzt den MSV Duisburg sieht, die dann ganz unten sind oder Würzburg, die abgestiegen sind. Und man muss immer aufpassen mit dem, finde ich,
wie man es aufbaut und zu welchem Zeitpunkt man das kommuniziert. Also wenn jetzt der Verein in der Situation ist, wo wir sagen, ja, es ist alles gegeben, die Rahmenbedingungen stimmen perfekt, der Kader ist da, dann ist das mit Sicherheit ein sehr gutes Ziel. Und ich glaube auch, dass man das im nächsten Jahr hier aufbauen kann. Der Bernd gibt die Budgets frei. Wenn wir unseren Kader im Großen und Ganzen halten können, plus gute Ergänzungen noch schaffen können, dann kann man auch in der Lage sein, nächstes Jahr wieder oben mitzuspielen. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.